Ich muss dazu sagen, ich spreche vom Früher. Heute ist es für alle ein sehr schwer. Also nicht nur hier im Westen, auch im Osten. Man kann sich nicht vorstellen, dass die Polen sehr viel früher ins Internet gegangen sind und Zeitungen online gelesen sind. Viel früher als wir Deutsche. Und sie sind, und das ist unser zweites Problem, Polen. Also nicht nur Kaczynski, sondern dass wir sehen, mein Gott, nicht nur die Jungen, auch Ältere lesen Zeitungen online. Und jeder weiß, online wird das Geld nicht mehr verdient. Man hat einen großen Apparat, und der muss ja bezahlt werden, nur um online zu machen. Aber man hat ja das gedruckte Produkt ja auch noch. Mhm. Und das passt dann nicht mehr. Ja, man kann online auch wohl also die Zeitung allein oder das Nachrichtenprodukt sein, kann man im Moment noch nicht wirtschaftlich fahren. Ja. Das gelingt auch Springer nicht. Kein Medium aber, kann das. Aber da hat immerhin Springer was vorgegeben, wo er erst überrascht war und schaffte das. Er hat auch die Bezahlschranke schon früh eingeführt. Das bringt zumindest etwas. Wie ist bei Ihnen? Haben Sie da auch schon dran gedacht? Da muss ich sagen, da bin ich jetzt, da kann ich jetzt keine Antwort drauf geben. Das ist nicht mein Thema. Und das andere ist, wenn man an Digitales denkt und Verlage werden digital erfolgreich, oder hat es ja zumindest so intensiv damals schon betrieben, anfangs betrieben wie Springer, dass man andere Mieten dann nutzt, also Bezahlgeschichten und sowas, Einkaufsportale. Haben Sie da auch schon mal dran gedacht, ob man regional sowas aufbauen kann? Wir sind dabei, das aufzubauen. Also, und das wäre ein Standbein? Auch, ja, das ist ein Standbein schon. Aber ich kann im Detail jetzt nicht sagen, wo wir jetzt besonders intensiv sind. Nur Sie müssen da auch neu kreativ werden. Ja, das ist jeder Verlag. Auch der kleinste Regionalverlag ist aktiv. Nur das Geld wird nicht mehr verdient wie mit dem gedruckten Produkt. Und ich muss dazu sagen, der Unterschied zwischen einem Nationaltitel wie in Polen, da gibt es ja auch, Springer ist mit den großen Zeitungen dort und wir mit den regionalen. Die meisten, die viel mehr Kosten entstehen ja bei einer Regionalzeitung. Warum? Weil sie ja in jedem Dorf sein muss und überall einen Journalisten sitzen hat. Hingegen Springer hat Warschau. Und dann machen sie halt nur die Stadt und es sind viel weniger Personal braucht es. Aber Regionalzeitung ist wesentlich personalintensiver. Also deshalb sagen wir, hier ist ein großer Apparat, da muss aber Geld reinkommen, um den großen Apparat halten zu können und finanzieren zu können. Finanzieren können, ein schönes Stichwort. Wir haben ja den Mindestlohn bekommen, das trifft ja Ihre Zeitungsausträge auch. Jetzt geht die Auflage in der Region ja auch zum Teil zurück, sagen Sie ja. Das heißt, der Mindestlohn muss aber gezahlt werden an den Austräger. Es lohnt sich ja zum Teil gar nicht mehr, in irgendwelche Dörfer irgendwelche Zeitungen auszutragen, weil das Austragen teurer ist als das, was reinkommt. Also ich habe jetzt kürzlich mit einer Austrägerin gesprochen, die war so guter Laune, habe ich gesagt, Sie sagen Sie mal, wann stehen Sie auf und wann gehen Sie heim? Ich gehe so um 1 Uhr früh oder um 12 Uhr Mitternacht, gehe ich, hole die Zeitungen und um 4 Uhr bin ich fertig und dann gehe ich heim und dann schlafe ich ein bisschen und habe aber den ganzen Tag noch für mich. Ja, und was verdienen Sie da? Oh, sagt sie, das lohnt sich schon, so 800 Euro und das verdiene ich dazu. Ich habe schon Rente und das und mein Mann macht auch noch was. Also für die Leute ist es nicht so das Problem. Aber ich höre doch immer wieder, dass es immer schwerer wird, Austräger zu finden. Naja, es sind nicht unbedingt die günstigsten Arbeitszeiten. Ja. Die eine Dame, der gefällt das besonders gut, ist aber wohl nicht die Mehrheit. Und wie ist das aus Verlagssicht? Sie müssen ja den Mindestlohn bezahlen. Und wenn die in der Region die Leser zurückgehen, sie müssen die Leute ja trotzdem bezahlen. Ist das ein Problem, dass sie sagen, okay, es wäre uns lieber, dass die Leute sogar lieber die Digitalausgabe nehmen, bevor wir da jemanden hinschicken und das Zeug in den Briefkasten schmeißen? Nein, überhaupt nicht. Wir sind dankbar und froh über jeden, der die gedruckte Ausgabe liest. Kann man aber vorstellen, ja, es ist ja schwierig, in die einzelnen Gehöfte hinein die Zeitung zu liefern. Da soll sie ja auch hin. Und gerade die Bewohner dort werden nicht digital das anschauen. Die wollen schon nur ihr Papier haben. Warum? Wenn es zu teuer ist, lohnt es sich doch nicht.
denkt man, da wachsen vielleicht junge nach, aber das sind doch viele eher traditionelle Ältere, die sich nicht so leicht umstellen. Mhm. Na, aber es ist schlimm, weil es kommen ja die Jungen nach und die lesen keine gedruckte Zeitung mehr. Der Kauf oder Verkauf und Donnerkurier war ja eine Überraschung für die Branche. Mussten Sie da Arbeitsplatzgarantien geben? Oder? Donnerkurier. Der Kauf des Donnerkuriers war eine Überraschung für die Branche, für uns alle, ja. Ob Sie da Arbeitsplatzgarantien geben mussten? Also meines Wissens nein. Wie bietet sich doch an, dass die Zentralredaktion vom Wasser aus... Weil ich meine, man kauft ja nur eine Zeitung, wenn es Synergieeffekte gibt. Und Synergieeffekte heißt ja nichts anderes, als dass ich versuche, zum Beispiel... Ich sage, ja klar, zum Beispiel den Mantel, der ja beim Donaukurier, was heißt die erste Seite, macht Donaukurier so, wie die das immer gemacht haben. Wir machen es auch so, wie wir es immer gemacht haben. Aber da gibt es ja durchaus Synergieeffekte. Überregionale Politik ist ja überall gleich. Also mit anderen Worten, du kannst die erste Seite gleich machen, wie beim Donaukurier, wie bei uns. Und damit kannst du Personal einsparen. Also der Mantel klingt von dir. Es ist alles noch nicht gemacht, aber in den Köpfen jetzt. Es ist für Journalisten nicht schön. Die nächste Frage. Österreich liegt ja nebenan. Gibt es dort ein Standbein? Wir haben Korrespondenten, aber nicht, ja, die einfach berichten auch über. Es ist ja wichtig, weil wir sind so nah in Österreich, dass wir ja zu Fuß rübergehen können. Also wir haben großes Interesse an Informationen aus Österreich, umgekehrt vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber ein wirtschaftliches Engagement und Sie nicht in Österreich? Wir hatten eins. Ich habe ja vorher gesagt, dass wir ja in verschiedenen Ländern waren, Österreich auch. Oberösterreichische Rundschau ist, über viele Jahre haben wir die, ich überlege jetzt gerade, waren es 50% oder was die Mehrheit, ich glaube es war die Mehrheit, hatten wir eine Wochenendzeitung gemacht, auch wieder mit Journalisten von dort und wir haben die Kontrolle gehabt. Ist auch verkauft worden, aber das ist schon lange her. Und so war es in Italien, so diese Beteiligungen, die waren 50-50, waren nie gut. Und zwar Slowakei war 50-50, Italien war 50-50. Das war Il Secolo in Genua, also Italien. Das war deshalb nicht gut, weil zwei verschiedene Interessenten hier aufeinander gestoßen sind. Das sind wir, die Zeitungsmacher, und das war dort der Unternehmer. Wir wollten mehr aus dieser Zeitung machen. Der Unternehmer hat gesagt, ich investiere aber kein Geld, interessiert mich nicht, für mich ist eine Beteiligung, Schlusspunkt aus. Dann haben wir gesagt, wir müssen aber was machen mit dieser Zeitung, die kann nicht stehen bleiben, wir müssen sie weiterentwickeln. Dann wurde verkauft, also die 50%. Ja, 50-50 ist immer schon, einer muss es sagen haben. Ne? Ist nie gut. Ja. Jetzt habe ich da hinten noch. Ja. Ja, ein Thema, was bisher noch nicht angesprochen worden ist. Bisschen lauter, bitte. Ein Thema, was bisher noch nicht angesprochen wurde, der Kriegsdienst. Da hat sich ja mancher Verleger auf diesem Geschäftsfeld schon ja, mehr oder weniger blutige Nase geholt. Ja. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt? Konnten Sie der Post da doch ein paar Mark verkaufen? Briefdienst. Briefdienst. Und da hat der Springer sich schon eine blutige Nase geholt. Aha. Also. Da bin ich jetzt nicht so gut informiert. Ich würde es so sagen. Meine Tochter, die den Verlag ja führt, ist da, wie man weiß, ja sehr konsequent. Wenn etwas nicht läuft, dann stellt sie es ein. Und es gibt ihn noch. Also eine gute Antwort. Ja, bitte. Wie richten sich denn die Hörfunkprogramme wirtschaftlich? Sind die auch vernetzt mit dem Print? Gibt es da zum Beispiel auch einen personellen Austausch? Oder nein, sind die vollkommen selbstständig? Vollkommen und, selbstständig. Und nehmen die auch Bezug auf die Printausgabe, dass darauf hingewiesen wird, heute könnt ihr das oder jenes lesen und umgekehrt? Das wird schon gemacht, ja. Also eine gewisse Trimedialität gibt es schon, ne? Ja, natürlich. Aber wir sprechen von Beteiligung, ne? Wir haben ja nicht
Eine Frage, die uns ja irgendwie immer wieder interessiert und bedrängt: Wie stark versucht Politik Einfluss zu nehmen auf einen so erfolgreichen Verlag? Nicht in Polen, meine ich jetzt. Ich bin deshalb zögerlich, weil ich nicht mehr in der Redaktion tätig bin. Ich komme aus dem Feuilleton und da hat, muss ich sagen, niemand Einfluss genommen. In der Politik, ich weiß es nicht, ich kann es wirklich nicht sagen. Da müssen wir unseren Chefredakteur der fragen. Sorry. So wie ich den kenne, lässt er sich nicht viel beeinflussen, glaube ich. Also, ich überlege gerade. Vorstellen kann ich es mir nicht. Ja. Ja, man könnte sein, dass mal so ein Anruf kommt. Und, ich würde so sagen, es hat Ärger gegeben mit dem Bischof von Passau. Mhm. Das soll ja der jüngste Bischof Deutschlands sein, Bischof Oster. Da gab es mir Ärger. Der jüngste, aber nicht der aufgeschlossenste. Dogmatiker hoch 10, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Auf jeden Fall, er hat sich, als er hier begonnen hat und sein Amt übernommen hat, sich angegriffen gefühlt von uns. Ich persönlich habe es nicht so gesehen. Wir sind das Spiegelbild seines Tuns gewesen. Wir haben einfach reagiert auf das, was er gesagt hat. Und wie gesagt, er hat es als Angriff gesehen und ist auf Instagram gegangen und hat gemeint, also die Passauer Presse müsste man nicht lesen, weil er sowieso da ein Forum hat, ein Podium, wo er sich äußert. Das macht er intensiv. Was ich gehört habe, muss sich beruhigt haben jetzt. Also er sieht, dass wir ihn nicht als Zielscheibe sehen, sondern wir schreiben halt nur, wie er sich gibt und was er sagt. Aber Zielscheibe waren Sie ja mal, da waren Sie noch sehr jung. Ja. Zielscheibe der Scharfrichter. Das habe ich ja vorher angedeutet, die konservative Gesellschaft. Ja. Wie ist denn das Verhältnis heute zu den Scharfrichtern? Ich muss sagen, sie sind nicht mehr scharf und wir sind eine andere Generation. Und diese Journalisten gibt es ja heute nicht mehr, die damals wirklich die Ursache des Problems waren. Kann man wirklich sagen. Noch eine Frage sehe ich jetzt nicht. Sie haben uns... Ach, eine Frage doch noch. Wir haben das Druckzentrum. Das ist ja, war ja eher hier als dieses Haus, in dem wir jetzt stehen. Und Sie sind ja doch schon der Meinung, Sie drucken noch lange. Aber die Zeitung geht ja auch langsam zurück. Sie drucken auch sehr viel Werbung. Steigen diese Aufträge? Nein. Lohnen die sich mehr? Ob sie sich lohnen, auch da kann ich jetzt nichts sagen, weil ich bin nicht in der wirtschaftlichen Schiene drinnen. Aber das ist viel zurückgegangen und die Frage stellt sich wirklich, in wie vielen Jahren man diese Druckzentren, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben, vor allem wie wir heute gehört haben, die schnellste Maschine der Welt, da wird man sich die Frage stellen, wie geht es weiter, wird man irgendwann den Schlüssel umdrehen. Schnellste Maschine der Welt. Heidelberg oder Würzburg? Ich weiß nicht, welche Maschinen wir haben. Heidelberg, glaube ich. Würzburg wäre lieber gewesen. Ach so, okay. So, also.